Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei The Long Dark, wo ich mich erneut ausgeruht habe, mal wieder geschlafen habe, gekocht habe und diesmal das richtige Gewehr mitgenommen. Ich habe nämlich gesehen, das andere war nicht nachgeladen, das war ja das neue und deswegen nehmen wir das eine, damit das auch mal ein bisschen mehr beschädigt wird, sage ich mal. Aber zunächst einmal nehmen wir den Bogen. Weil Wölfe können wir ja mit dem Bogen erledigen. Wir haben, glaube ich, 8 oder 9 Stunden noch Tageslicht übrig. Wir wissen, was unser Ziel ist. Das ist der Hügel. Den werden wir erneut erklimmen und dann weitergehen. Mal schauen, was wir dort finden werden. Da bin ich ja mal gespannt. Blödes Vieh. Okay. Dann werden wir den Wolf wohl erledigen. Da ist er. Ich lock ihn mal zur Brücke. So, das war nämlich mein Ziel, dass ich ihn auf gerader Strecke erwischen kann. Gut, das werde ich dann eben schnell noch reinbringen. Das Fleisch ist jetzt Quatsch, wenn ich jetzt mit dem Gewicht jetzt weiterziehe. Das wäre ja vollkommen unsinnig. Oh, jetzt ist doch schönes, klares Wetter. Von daher bringe ich jetzt mal eben das Zeug schnell wieder rein. So können wir dann vernünftig weiterziehen. Bisschen schneller daher, bitte. Endlich mal schönes, klares Wetter hatten wir jetzt auch so selten in dieser Aufnahmesession. Ich meine, ist ja erst die dritte Folge, aber das erste Mal, dass wir jetzt mal einen klaren Tag haben. Dann schmeiß ich mal das Fell hier ab. Dann hier. Und das rohe Fleisch packen wir dort unten rein. So, Gewicht haben wir natürlich dennoch viel mit. Weil alleine schon wegen dem Gewehr. Bisschen erschöpft sind wir, aber ist noch alles okay. Ich werde jetzt auch nicht mehr rennen. Weil sonst wird das ja auch nie was. Da unten liegt was. Ist das der Wolf, den wir im Nahkampf eine drüber gezogen haben? Jetzt sagt bloß, das ist der Wolf und wir dürfen dann wieder hier hin. Na, das ist ein toter Wolf. Na super. Ja, hier kommen wir nicht runter. Ah, komm, ich glaube, das wird eh nichts mit dem Ausflug leider. Zumindest nicht jetzt. Wir werden nämlich dann mal eben das Fleisch holen. Weil ist ja sonst eine Verschwendung. Da liegt er. Na gut, na gut. Ich überprüfe das jetzt noch mal. 1,52. 1,56. Alles geplündert. Ah, jetzt sind wir auch schon sehr erschöpft. Ist natürlich jetzt doof gelaufen, hatten eigentlich andere Pläne. Aber vielleicht schaffen wir es dennoch in dieser Folge noch dahin zu kommen. Ich meine, wir müssen ja nur jetzt das Zeug wegbringen. Ich würde sagen, sogar kochen, essen, trinken, schlafen. Und vielleicht schaffen wir es dann ja. Aber bei The Long Dark kann man sich niemals sicher sein. Von daher kann ich nur mutmaßen. Das Wetter schlägt sowieso wieder um. Das heißt, ein Sturm wird aufziehen.
mir gerade so gepoltert. Ich bin sogar ein bisschen erschrocken. Die Boote haben wahrscheinlich so gepoltert. So, auf jeden Fall mal wieder zwei Wölfe weniger. Wir haben schon sieben Wölfe oder wenn nicht sogar schon mehr erlegt hier in dieser Region. Also so ungefährlich ist sie nicht. Immer auf der Hut sein, wenn ihr selber diese Region spielen wollt. Immer aufpassen. Fühlt euch niemals sehr sicher. Ihr habt es ja selber gesehen in dieser einen Folge. Da hatte ich wie viel? Vier Wölfe umgebracht. In einer Folge. Das war natürlich auch schon heftig. Selbst für meine Verhältnisse war das schon sehr heftig. Also Rudelbildung ist nicht ausgeschlossen und viele Wölfe hintereinander zu sehen, ist erst recht nicht ausgeschlossen. Immer vorsichtig sein. Langsam ist hier der Leuchtturm voller Zeugs, was trocknen muss. Was ja auch nicht so schlimm ist, aber halt platztechnisch. Gut, also diesmal müsst ihr euch das Kochen wohl antun. Können wir auch ein bisschen was mehr kochen. Lackperlinge und Hagebuttentee. Ich nehme mal diesen Brandbeschränker, weil der sowieso Quatsch ist. Nehmen mal wieder die Bücher. Bei dem Brandbeschleuniger brauchen wir eh nicht mehr. Wir sind schon auf 100. Eventuell hätte ich den benutzen sollen, wenn wir draußen machen, also Feuer machen, aber wird sowieso eher nicht vorkommen. Und wenn wir irgendwann keine Streichhölzer mehr haben, dann müssen wir das halt so mit der Lupe regeln. Und dann wäre das vielleicht sinnvoll gewesen, aber jetzt hier mit vollem Gepäck dann quasi später wieder irgendwann zum Coastal Highway zurück. Ah, da will ich dann auch nicht 10-mal gehen. Daher versuche ich Gewicht zu sparen, wo es nur geht, aber bei dem Zeug, was wir noch alles aus Metall umwandeln können bei der Anlegestelle. Oh, das wird noch ein Haufen. Und wie gesagt, wenn wir auch Holz brauchen, können wir gerne zu der Werft zurückgehen. Dort finden wir noch das ein oder andere und zumal haben wir noch da oben in diesem Spind auch noch Zeug zurückgelegt. Da mache ich mir mal keine Sorgen. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal was essen und trinken. Nee, eigentlich gar nicht. Sieht noch gut aus. Dann können wir mal weitermachen. Ja, jetzt seid ihr zwar beim Kochen dabei, aber ich will nicht wissen, wie viele Tage ich schon gekocht habe in diesem Spiel. Halt alles offscreen, aber es hat natürlich dann auch Spieletage beansprucht, was ja klar ist. Ihr seht ja selber, wie lange das jetzt dauert, halt von der Tageszeit her. Ist das natürlich schon ein bisschen was. Lackperling-Tee können wir nochmal machen. Hagebutten brauchen wir wohl mehr. Aber auch nicht so wichtig ist. Ich meine, wir haben ja jetzt hier schon ein bisschen was. Ist aber jetzt nichts, wo wir sagen müssen, boah, das benötigen wir unbedingt. Noch können wir da ganz gut so damit leben, was wir haben. Vielleicht kann ich jetzt etwas wegpacken. Gut, dann lassen wir das mal so. Ich muss noch Brennmaterial wegpacken. Packen wir mal hier wieder rein. Einmal Zünderbinde mitnehmen. Streichhölzer kann ich auch mal welche wegpacken. Ich habe noch eine Lampe, die kann noch weg. Hatte ich die gar nicht weggelegt. Gut, dass ich es jetzt noch gesehen habe. Wie lange brennt das noch? 15 Minuten ist jetzt auch nur halb so wild. Dann bringe ich mal eben
Sorry, wenn es jetzt dunkel ist, aber ich will jetzt mal eben nicht die Lampe anmachen. Bringe ich die Lampe mal weg. Die zweite, die wir da haben, die kann ich ja nachher auch noch alle munter auseinandernehmen. Und dann noch erstmal schlafen. Oder, was sagt der Zustand? Vielleicht doch erstmal was essen und trinken. Halb so wild, dann machen wir das. Ah, jetzt habe ich nur gegessen, ne? Ich hält. Dann trinken wir auch natürlich was. So. Jedenfalls zwei Wölfe weniger. Mal schauen, wie sich das auf die Population ausschlagen wird. Ich denke mal gar nicht, dass wir demnächst wieder zwei, drei Wölfe da haben. Wir müssen nochmal 3 Stunden schlafen, dann ist es hell. Dann haben wir wieder Hunger und Durst. Bitte kein Sturm. Immer noch dunkel, ne? Schlafen wir nochmal 1 Stunde. 13 Stunden Tageslicht übrig, also mehr oder weniger 12. Weil bis wir jetzt erstmal raus sind, nein, bis wir erstmal raus sind, sind es dann schon 12. Bisschen Essen, bisschen Trinken müssen wir dann doch noch mitnehmen. Vor allem Trinken. Essen vielleicht 1 Stück Fleisch und dann ein bisschen was zu trinken und dann ist gut. Ein Liter Wasser. So. Das reicht mir. So, jetzt Versuch Nummer 2. Ich hoffe, es gelingt uns. Ich will ja was entdecken, aber das Spiel, das lässt uns meist nie so einfach Dinge entdecken. Mal schauen, ob wir das schaffen werden. Ich hoffe ja sehr. Und ob es sich überhaupt lohnen wird. Ich meine, klar, lohnen sowieso schon eine Erfahrung reicher. Dann wissen wir gut, war für die Katz oder gut, lohnt sich der Ort. Also umsonst ist es nie. Aber dennoch bin ich da gespannt. Klar, dieser Ort ist insgesamt sehr viel kleiner als jetzt Coastal Highway oder das idyllische Tal. Aber dennoch spannend verpackt mit der Aufteilung. Und ihr seht ja selber, mit den Wölfen und den Bären ist es ja dann doch nicht so ungefährlich. Stock wollen wir nicht. Gut, aber jetzt erstmal hier weiter. Ich denke mal, dort kommen wir eh nur zur Straße. Ja, sieht man ja schon die Straße. Von daher nicht so ganz relevant. Okay, hier haben wir nichts. Da brauchen wir gar nicht weiter zu schauen. Ich wollte nur mal kurz drüber gucken. Aber interessanter ist es, was wir da vorne auf der Seite haben. Das ist interessant. Das Wetter sieht nicht so wunderhübsch aus. Aber vielleicht legt es sich ja noch. Wir haben ja noch den ganzen Tag vor uns. Mal sehen. Jetzt aber erstmal sehen, was wir hier haben. Der umgestürzte Baum, gleich kommt wieder die Leiche des Rehs. Aber was dann kommen wird, weiß ich nicht. Es bleibt spannend. So, jetzt kommt das Ungewisse. Was haben wir hier?
hohlen Baum. Hagebutten. Sehr schön. Was haben wir hier? Hier waren wir doch schon, oder? Wir kamen von hier oben. Ach so. Von dort oben kamen wir. Dort werden wir nur wieder zurück zum Coastal Highway kommen. Ich würde ja fast sagen, dann haben wir das Gröbste in diesem Gebiet schon erkundet, oder? Oder nehme ich da den Mund zu voll? Hier müssen wir auf jeden Fall noch weiter schauen. Mal sehen, was wir hier finden werden. Nicht sehr viel, wie es aussieht. Da oben sind Zäune. Blockierte Straße und das scharfe S wieder mit umgedrehten Fragezeichen. Da oben sind das so Absperrzäune, ne? Kommt man da hoch? Oder ist das... Nee, ich gehe mal besser so nicht da lang. Ich gehe mal den einen Weg lang, von wo wir aus eigentlich in dieses Gebiet hier kamen. Ich renne jetzt ein wenig, um das Ganze mal ein bisschen zu beschleunigen, dass wir das in dieser Folge hier noch sehen können. Ich denke mal, ihr seid ja auch gespannt darauf. Ja, das ist eher ein Flop hier. Geht es von hier aus? Oder ist es wirklich der Weg, der rauf führt? Wir gehen nochmal den Weg rauf. Habe ich beim letzten Mal, als wir in dieses Gebiet kamen, eine Abzweigung übersehen? Oder ist es einfach nur der Weg, der oben zum Coastal Highway führt? Ich meine, wenn das jetzt dann wirklich nur zum Coastal Highway führt, dann haben wir auf jeden Fall die Ecke hier abgeschlossen. Können sagen, fertig und gut ist. Und können dann die nächste Ecke erkunden, da wo der Bär zum Beispiel war. Da haben wir noch ein bisschen was in der Wildnis zu entdecken. Weil noch sind wir hier nicht fertig mit dieser Karte. Da hinten haben wir auch zum Beispiel Bartflechte übersehen gehabt. Holen wir uns natürlich. So, dann war der Ausflug wenigstens nicht ganz umsonst. Ja, das ist nur der Zaun von hier, wo wir aus wieder zurückkommen würden. Es tut mir leid, ich wollte es noch mal überprüfen. Leider war das jetzt ein Flop. Der ein oder andere von euch wusste das. Ich musste es noch mal nachsehen, weil ich ja erst einmal hier auf dieser Karte war und nur einmal diesen Weg hier lang gegangen bin und seit der ersten Aufnahmesession der neuen Karte wieder vergessen habe, dass da der Zaun ist. Tut mir leid, habe ich nicht drauf geachtet. Aber gut, eines tut mir nicht leid, denn wir haben diesen Abschnitt hier, diese Ecke hier, haben wir erfolgreich abgeschlossen und kümmern uns jetzt dann um den nächsten Abschnitt von dieser Karte. Es geht voran. Wie ich schon gesagt hatte oder auch vermutet hatte, diese Karte ist nicht sehr groß, aber dafür hat es seine Orte, die es dann wiederum spannend machen mit dem Entdecken. Und ich finde natürlich, ja, die Voice-Verteilung ist ein bisschen knifflig, ein bisschen schwer teilweise auch. Sind nicht gerade wenig Wölfe. Und das mit dem Bären kann auch so eine Sache sein. Ihr habt es ja selber bei mir gesehen. Ich
Ich hatte in diesem Falle nochmal Glück. Ich konnte den Bären einigermaßen umlaufen. Aber solche Fälle können auch immer schlimmer ausgehen. Und dann von da ganz hinten der Straße, wenn der Bär uns da erwischt hätte, zurückzugehen bis zum Leuchtturm, ohne von einem Wolf angegriffen zu werden, das grenzt ja schon fast an ein Wunder. Und halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, dass das passieren kann. Ich schaue nochmal genauer hier hinten nach. Ich weiß, ich bin jetzt gerade ein bisschen sehr auf Entdeckung aus, aber das muss ja auch mal sein. Soll man hier? Darf man hier? Oder wie sieht das aus? Ich glaube, hier geht es nicht wirklich weiter. Es ist nicht gewollt, dass man da lang geht. Vielleicht bis hier oben ein bisschen Aussicht zu haben, aber mehr sollte man da nicht lang gehen. Aber gut, ich wollte nur noch mal überprüfen, ob es auch wirklich so ist, wie es scheint. Na gut. Bis zum Leuchtturm, die Ecke in der Wildnis, haben wir alles abgeschlossen. Müssen wir uns auch leider wieder auf den Weg zurück machen, oder? Ah, minus 3 Grad. Ja, ich würde auch sagen, um nochmal neu zu sammeln, dann am nächsten Tag dann doch wieder erst los. Ich weiß, es ist eigentlich noch früh am Tag. Wir hätten noch 11 Stunden Tageslicht übrig. Vielleicht schlafe ich auch nur 2-3 Stunden oder so. Wenn ich jetzt nicht aufhören würde. Ich sollte jetzt mal aufhören zu rennen. Dann bleibt die Ausdauer auch. Jetzt das Auto grau. Es wechselt also immer wieder die Farbe. Ein Chamäleon-Auto. Nur, dass sich überhaupt nicht der Umgebung anpasst, sondern eher das Gegenteil. Gut. Dann lege ich das bisschen, was wir jetzt gefunden haben, was eigentlich gar nichts war, ab. Das war mal wieder eine Tour. Die hat uns nicht wirklich Gegenstände gebracht, aber dafür eine kartografische Erfahrung mehr. Wir haben das Gebiet ein bisschen abgesteckt. Wir wissen jetzt, was dort ist, nämlich nichts, beziehungsweise der Ausgang dieser Karte. Und ansonsten müssen wir jetzt hier alles rechts vom Leuchtturm, ja, vom Leuchtturm noch entdecken. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich werde mich jetzt ausruhen. Ich werde das bisschen verstauen, was wir haben. Und ich würde sagen, wenn euch diese Folge dennoch trotz der Pleite gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und das war schon übermorgen. Und bis dahin, tschüss.